So. Guck mal an. Jetzt wollte ich gerade erst begrüßen und ich sehe schon wieder den Fuchs hier. Den haben wir letztes Mal noch nicht gesehen. Also wir können echt hier anscheinend die Tiere sammeln, die wir schon gezeichnet haben. Schön. Aber wie gesagt, hallo, wir sind jetzt wieder da. Marvins Mittens. Und können jetzt... Aha, direkt diese Schneeflocke hier. Ist das eine Schaukel oder schwebt ja was? Das ist eine Schaukel, ne? Das sind so Fäden. Ja. Sind immer noch auf der Suche nach unserem Handschuh. Das wird dann noch ein bisschen dauern und können aber nebenbei jetzt für unsere tolle Flugfähigkeit diese, ja, diese Schneeflocken hier sammeln. Super toll. Kommen wir da schon rüber? Ja. Sehr gut. Oh. Ja, da rutscht immer so ein bisschen. Sogar ist es gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja, es ist schon, also, ich will jetzt nicht sagen, es ist gerade kein Dark Souls Charakter hier, aber es ist schon... Muss ich ein bisschen dran gewöhnen. Aber muss man ja immer, ne? Hui. Ach, ja, jetzt ist ja die Frage, können wir hier sterben, ey? Das wäre nicht so cool. Yes! Yes! Können wir jetzt schon hier hoch? Können wir hoch genug? Nee. Alright. Mhm. Aber ich guck mal eben, bevor wir jetzt nochmal hier zum Schlitten gehen und gucken mal, ob wir ihn kriegen. Ob wir jetzt nochmal, Oh, halt die Schnauze. Sorry. Ob wir jetzt noch ein paar Schneeflocken hier kriegen. Ah, guck mal an. Ja, ich habe mich ja am Anfang gefragt, wo wir hergehen sollen. Hätten wir gar nicht hergekonnt. Naja, gut. Wir haben eh den richtigen Weg gewählt. Aber ich glaube, so wie ich das gerade in Erinnerung habe, dürfte der Schlitten relativ schwierig zu kriegen sein jetzt. Wir müssen noch einiges... Ach ja, ach. Warum ist er jetzt schon wieder hier? Können wir den jetzt nochmal zeichnen? Ist es denn derselbe? Ich weiß halt nicht. Ja, flüchte ruhig. Dein Freund ist eh bei mir. Den als Geisel genommen. Zack. Zisch. Was haben wir denn? Oh, vergessen. Kommen wir jetzt doch schon hier hin? Na, das wird knapp. Oh. Ja, dann glitschen wir da einfach mal hoch. In den Abgrund. Ich werde versuchen, dass wir alles mitnehmen hier. Also mit diesen Schneeflocken hier. Wir sammeln erstmal jetzt ein, was so auf dem Weg so geht. Und zum Schluss, also wenn wir merken, so es geht zum Ende hin, werden wir nochmal rumgehen und den Rest sammeln, würde ich sagen. Hm. Ich merke gerade, ich hätte echt gerne ein Gamepad. Für den PC. Oh, jetzt müssen wir immer wieder hier. Oh. Oh. Das Spiel nervt mich jetzt schon. Ich habe gar keine Lust mehr drauf. Nein. Ist doch schön. Warum sagst du denn sowas? Boah, guck mal, jetzt haben wir noch einen richtigen... Boah, das merkt man schon jetzt, ne? Dass man so ein bisschen was gesammelt hat. Nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall was zu tun jetzt. Kommen wir da jetzt... Was mit denn da oben? Das wird schon schwieriger mit... Oh. Yes! Klappt schon ganz gut. Und dem bestimmt von den anderen ist da oben. Bin mal gespannt, ob es hier noch mehr so Secrets gibt, weil ich sammle ja eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Aber dann noch alles. Ich hoffe, das geht euch genauso und dass es euch jetzt hier so ein bisschen nervt, dass wir hier erstmal so eine Schneeflockensammlung machen. Ja. Also ganz raus habe ich es immer noch nicht. Entschuldigt. Oh. Meine Güte. Danke. Hinten war auch noch, ne? Aber ich hole jetzt erstmal den hier. Wenn wir den... Na, ich glaube nicht, dass wir den kriegen, ne? Na, knapp, ne? Knapp. Oh. Ah, noch nicht so ganz. Merken wir uns. Kriegen wir nachher bestimmt mit Leichtigkeit. Wenn wir jetzt schon so viel springen können, dann können wir nachher einfach eigentlich über die ganze Welt fliegen. Jetzt geht auch da runter. Yeah!
Dann gehen wir gleich nochmal. Was ist das für Musik? Hä? Hört sich ein bisschen so an, wie so eine Zeituhr, die abläuft. Ist gerade irgendein Event und ich verpasse das? Ich hoffe nicht. Jetzt bestimmt hier eine andere Musik wieder drunter. Also. Ah. Ach so. I'm coming. Ach schon? Das geht aber echt schnell, ne? So ein Tag rum. Wir haben nur nicht mal eine Folge hingekriegt. Können wir jetzt. Ja. Gut, das war eine schnelle Nacht bei, okay. Jetzt können wir doch hier schon rauf, oder nicht? Oh ja. Das ist unser Baumhaus, das sieht ein bisschen baufällig aus. Danke, Papa. Haben wir denn jetzt, ich guck mal eben, 18 von 21, wo sind denn die letzten? Ach, gucken wir später mal, ne? Wenn wir vervollständigen. Ich hatte ja gerade noch gesagt, wir sammeln erstmal ein. So, also kann ich mich auch selbst mal dran halten. Aber ich lasse mich gern verleiten. Da ein bisschen mehr rumzugucken. Naja. Hoch da. Ach, Marvin. Oh. Das war dann gewöhnt, dass ich erstmal so ein bisschen warte, bis er ein bisschen hochgeflogen ist. Oh. Ich habe jetzt hier was vergessen noch. Ah, hier unten die. Hier komme ich bestimmt so hoch, oder? Ja. Aber alles haben. Einer fehlt jetzt hier? Ja, es fehlt echt nur noch einer. Der eine da ganz da oben. Wie gesagt, später. Da ist ein Schlitten. Oh, guck mal, ist sogar ein Pfeil. Ich habe mir schon gedacht, dass ich da hoch muss. Ja, wir haben den Schlitten. Ne, jetzt können wir mit B. B wie Blitten, oder was? Schlitten, Blitten. Warum mit B? Was mache ich denn jetzt auf B? Wow. Was? Ich bin total überfordert gerade. Aber warum? Nee. Ich kann sogar damit springen. Aber nicht fliegen. Also könnte es auch ein bisschen dauern. Okay, das war mir gerade noch ein bisschen. Ich lerne auch gerade erstmal das Springen. Lass mich das doch erstmal lernen. Jetzt kommt mir so eine wilde Farbe mit so einem Schlitten. Mein Gott, das ist ja. Bin gespannt, was noch kommt. Echt mal. Hier hoch so. Schaffen wir das wenigstens auch alles. Da oben auch noch? Yo. Krass. Und jetzt hier so. Da ist gar nichts mehr. Toll. Hätten wir uns auch sparen können. Warum hast du denn immer so komische Ideen? Und jetzt muss ich denn da gleich hier hoch? Der vom Ast da. Nee, ne? Komme ich jetzt noch nicht hin, oder? Oder von der anderen Seite? Also, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter gehe. Ach, der Vogel. Ach, ich bin so doof. Ah. Muss ich echt mal dran denken, ey, dass ich den nicht mehr verscheuche. Obwohl, ich mal versuchen können, wenn ich jetzt gleich hier rausgehe, ob der dann direkt wieder da ist. Wenn wir dazu heute noch kommen. Obwohl ich eh schon gehört habe, dass die Folgen vielleicht doch ein bisschen zu kurz sind. Also vielleicht mache ich jetzt auch 20 Minuten. Das werde ich jetzt gleich entscheiden. Je nachdem, wo wir in der Story gerade sind. Ob man das einfach so machen kann oder ob es sich anbietet, doch früher Schluss zu machen. Werden wir sehen. Yay. Ja, die da hinten hole ich. Die habe ich nicht vergessen. Ach, der Tablette drauf stehen. Aber es gleicht schon ein bisschen so Superkräften, ne? Unsere Mutter beglaubt uns das bestimmt nicht, dass wir hier Elfen sehen und so. Bestimmt eine. Oh nein! Eine Ungläubige.
So, bin ich jetzt schon hier am Rand? Bin ich, sammle das eben noch ein hier, die beiden? Die drei meine ich natürlich. Geh jetzt hier raus. Sind wir schon wieder. Ne, jetzt sind wir erstmal rolling, genau. Stimmt. Geh jetzt wieder hier hin und guck, ob der Vogel wieder da ist. Ich kann erstmal. Ja, da ist er. Das kam er wieder runter. Habt ihr es gesehen? Ich muss irgendwie anschleichen. Jetzt komme ich hier nicht runter, oder wie? Ganz vorsichtig. Wo ist der denn? Ich schleife mich mal von allen Seiten an. Den kriegen wir. Das mal kriegen wir. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kann ich dir jetzt zeigen? Haha! Was ist das, eine Blaumeise? Oder eine. Auf jeden Fall eine Meise. Haha! Aber noch ein Haustier. Fühl mich ein bisschen wie Schneewittchen. Haben wir jetzt irgendwas vergessen hier noch? Muss ich nochmal zurück? Machen wir auch später, ne? Vielleicht können wir ein bisschen was Neues sehen nochmal. Noch ein neues Gebiet wenigstens. Yay! Das macht Spaß. Das Fliegen macht Spaß. Finde ich gut. Aber Moment, ich sammle das mal eben hier ein. Jetzt gehe ich mal zurück. Da schreit... Okay. Da schreit ja förmlich nach dem Schlitten, ne? Wow! Yay! Oh, jetzt haben wir natürlich alles verpasst. Ich drehe mal eben um. Hopp, hopp, hopp. Ja. Ja! Weißt du noch nicht, was für einen Sinn dieser Schlitten hat? Aber... Oh... Ach, das ist alles... Ich steig mal ab. Ist zwar ganz witzig, aber zum Einsammeln hier ist das natürlich... unvorteilhaft. Ah, den haben wir ja schon. Flüchte. Knie nieder von deinem Gebieter, Marvin. Fürst Marvin. Da oben ist ein Schlittenschild, okay. Oh, da kommen wir noch nicht hin, ne? Oh, nee. Das ist doch so eine Sprungschanze. Ah, da müssen wir noch ein bisschen sammeln, aber das schaffen wir schon noch. Ich bin ganz sicher. War hier unten noch was? Nö. Warum auch? Schön, hier überall drauf zu können jetzt. Wir haben schon relativ viel gesammelt, ne? Natürlich. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt hier, das zu holen, trotzdem wieder zurückzuspringen. Aber wenn ich mir das so angucke, wie ich hier rumspringe, eher nicht. Ja. Hier war auch was, ne? Ja, dann auch später. Wir sind schon wieder beim Elfcamp. Komischen Lester-Elfen hier. Sind doch auch noch nett zu uns, weil wir den Handschuh wiederholen. Haben wir vorher noch nie gesehen. Haben vorher noch nie ein Wort mit uns gewechselt. Toll. Jetzt sollte ich mich ein bisschen konzentrieren. Ach, ist doch nicht wahr. Ich brauche unbedingt einen Controller. Das geht hier so nicht weiter. Ich bin kein Tastaturtalent. Tastaturtalent. So. Oh. Ich wollte eh nochmal zurück. Jetzt hier. Oh. Vielleicht kriegen wir einen. Wäre schon mal was. Natürlich nicht. Ah, vielleicht von hier aus. Wünsch mir Glück, ja! Yes! Jetzt vergessen, dass der auch jetzt schreit. Da oben sind auch noch zwei. Hab ich genau gesehen. Was tut ihr? Also, hier wollten mich kochen, ne? Also, der Topf wäre auf jeden Fall groß genug. Hi. Hey, you are back!
Would you like some more? Was? Kokoa? Kokain oder was? Ja, gib mal. Ach, guck mal, ich habe sogar Antwortmöglichkeiten jetzt. Ah, das heißt dann. Keep exploring, I'm getting tired. Ach, safe. Dann kann ich, komm ich mit Schüler zurück nach Hause, wollen wir auch nicht. Was? Die Elfen-Enzyklopädie oder was? Ja, bringt das was? Ja, können wir machen, ne? Okay, let's find an entry to read. Oh, okay. Dieses Buch, bla bla bla. Ja, ich bin ja eher ein Freund davon, wenn ihr das hier lesen wollt, macht Pause und tut es. Und wir können nämlich jetzt weiter Action machen. Weil ehrlich muss ich sagen, dass mich hier Celesta-Elfen nicht unbedingt interessieren. Und da schnarcht die ganze Zeit an. Mein Gott. Ja, aber was zu essen gibt's hier nicht. Ja, gib mir noch einen Kakao. Nö. Oder macht der Riesentopf Kakao? Ah, danke schön. Er hat uns doch viel Glück gewünscht. Was ist? Hä? Soll ich jetzt graben für dich oder wie? Kriegst du das nicht hin? Voller Sack. Ach doch, mach das schon. Yeah, eine Geheimhöhle. Sieht aus wie bei Donkey Kong. Wo bin ich denn jetzt? Small Forest wieder, ne? Ach! Ein Shortcut. Ja, warum nicht? Man war zwar nicht sonderlich weit, dass wir da gegangen sind, aber ja. Wir sind ja anscheinend. Yes, jetzt können wir ja schlitten. Im Stress hier. So, haltet euch fest. Boah. In den nächsten Bildschirm rein. Aber ehrlich gesagt. Von hinten die Brücke. Will ich nochmal gerne gucken, was hier noch gibt. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Aber anscheinend müssen wir da mit einem. Ja, da müssen wir mit dem Schlitten nochmal rüberspringen. Ja. Gehen wir nochmal hoch. Das ist immer das Ätzendste. Den ganzen Berg wieder hochstampfen und dann für 2 Sekunden Abfahrt. Aber macht man nicht alles für 2 Sekunden Spaß. Yay! Und zau! Ah, hier ist Eis! Oh nein! Oh gut, das freut mich ja Shortcut dann doch. Okay. La la la. La la la. Nein. Immer dasselbe Lied. Was? Ich glaube, es hackt, Junge. Kannst du mir nicht bringen. Gut, wir haben jetzt einen Shortcut und wenn ich so auf die Zeit gucke, ich erkenne das jetzt so hier schlecht. Ist so weit weg gerade. Ich habe keine Brille auf. Aber wir sind jetzt bei 20 Minuten genau, ne? Oder? Ja, vielleicht ein bisschen drunter noch. Aber ist okay. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, gebt ihr mir so ein Like, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Oder so einen anderen Dings-Like. Ich weiß gar nicht, ob mir das dann, ob das dann genauso hilft. Oh, guck mal, der Vogel ist jetzt hier. Und sonst schaut nächstes Mal wieder rein, wenn es euch Spaß gemacht hat. Würde mich freuen. Bis dahin, sagen die Marvins. Tschüss.